Folge 33 von Alien Isolation und hier oben poltert's schon. Da wurde ich ja in der letzten Folge oben erwischt. Ich riskiere das jetzt mal, wir haben ja gerade gespeichert. Wir müssen ja eh da lang, das ist schon richtig. Ich war ein bisschen unvorsichtig an der einen Stelle. Noch das Zeug oben aus dem Handschuhfach nehmen. Oh. Für so gute Handel-Impfpistolen ist das, wo es jetzt am meisten fehlt. Braucht man für ein Medkit, aber auch für einen Geräuschmacher und ich glaube für was anderes auch noch. Ja, da rechts war er vorhin plötzlich. Da links ein Schrank. Ach, kannst du die Kamera ausmachen? Das will ich hoffen. Der beste Sound aller Zeiten. Ganz toll. Gehen noch Kamera und hier instabiles System sieht man nicht, oder? Anmachen? Na. Instabiles System würde ich nie anmachen. Das ist wieder Sozialismus. Da war zumindest relativ schwer stabil zu halten. Tja. Macht's einmal Piep und es zwitschert. Da rumpelt's wieder. Kannst du die Tür aufhebeln nachher? Alles voll. Ugh. Kommen sie rein. Da ist wie so ein Fleischwolf, der da einlädt, einzusteigen. Meine Nase juckt. Das ist gerade im Angesicht der Alien-Bedrohung auch sehr gefährlich übrigens. Aber siehst du mal. Ja, mach nur richtig Lärm. Mandy. Ich finde, Mandy steht ihr nicht. Nee, das ist so. Das hat sowas von englischem Vorort. Mandy? Ja. Ja, oder ostdeutsche Großstadt. Ähnlich halt, ne? Von dem. Ich riskiere das jetzt mal, ne? Gucken. Der auf uns wartet. Hi. Da sifft irgendwas. Bestimmt ein Sifflord. Also meine Gags heute sind echt nicht gut, gell? Ja, kann schon machen. Wer ist denn er hier? Oben links kannst du noch was melken. Melken? So rumgekletter hier. Der wurde also erschossen. Was? Nee, ist das Blut hier oder ist das Öl? Das ist Blut. Und da eine Schusswunde oben links alles. Da zieht's ganz schön. Klingt aber cool. Das klingt auch sehr ungemütlich. Also. War ich hier nicht schon mal? Nee, oder? Doch. Nanu? Entschuldige mal, wo muss ich denn jetzt hin? Aber ich habe jetzt irgendwas eingeschaltet, oder? Das heißt, ich... Oben ist aber noch nicht alles geil. Vielleicht, aber oben war noch zumindest ein Raum oder ein Teil des Raums, wo ich vorhin das Alien gesehen habe, wo du jetzt nicht warst. Ach so. Da ist ja auch noch dieses Ausrufezeichen. Du musst noch drei Schalter insgesamt umgeben. Ich glaube, ich muss hier noch mal rauf, oder? Das glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich der Rückweg, sobald du oben fertig bist. Diese blöde Nase, dass die jetzt so juckt. Quietscht auch ein bisschen. Die ganze Hose dreckig. Was soll Mutti sagen? Ach so, Mutti ist ja auch gar nicht da. Ne? Die schläft. Dann braucht sie sich auch nicht aufregen. Mutti schläft. Das klingt, als wäre es da hinten, also könnte jetzt rechts frei sein. Den haben wir noch nicht. Nee. Aha, da liegt irgendwas drin.
Ich tippe mal drauf, hier kriegen wir einen Zusatzcall, also ich hoffe es zumindest. Viel mehr ist hier nämlich nicht geboten. Na dann. Fehler, Fehler. Abwarten. Abwarten. S, wir müssen die Ware auf andere Weise nach Sevastopol bringen. Waits hat die Handelsfracht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttle. Sagen Sie Ihrem Kontakt draußen, er soll abwarten. Ich kenne einen Typ namens Sinclair, der uns helfen könnte. Ich sehe mich nach der Zeit, als die Marshals sich noch um echte Verbrechen kümmern mussten, anstatt Geschäftsleuten das Leben schwer zu machen. Sagt T. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Siegsen damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sevastopol selbst hundertprozentig sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstungen bereits im Besitz von Siegsen in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen eine Inventarliste, die Marshals werden über jeden fehlenden Gegner informiert. 2743, hast du dir gemerkt, gell? Ja. Geil. Fehler, Fehler. Na dann. So, hast du ja Nummer gemerkt? Nein, 1, 2, 3, 4. 2743. 43. Ich finde, das macht immer voll den Unterschied. Das ist zwar immer so ein winziges Detail, aber wenn man in so Spielen so Codes einfach selber eingeben muss und nicht dieses, okay, ich habe oder mein Charakter hat ihn gelernt, ja, und da drückst du drauf und dann geben sie den automatisch ein. Oder okay, und jetzt? Ionenschneider, oh Mann, das brauche ich den auch noch. Ist da hinten der Schalter, den wir brauchen? Wahrscheinlich, oder? Was, kannst du lesen, was auf dem Display steht? Naja, das ist halt so ein, schon so ein Promo-Dingens. Dingens, was ausmacht. Guck mal auf die heißt, Karte kurz. Ich bin hier also. Nee, das ist halt nur was Besonderes für Nostromo, irgendwas. Vielleicht vom Flugschreiber oder Informationen. Ja, halt. Folgt doch mal dem Träger. Soll ich vielleicht nochmal kurz runterklettern und zwischenspeichern? Ich meine, es ist ja nicht weit, ne? Zumal jetzt hier Kollege. Bist du wahnsinnig? Warum hast du es nicht? Wie sehr irre bist du. Puh. Ist direkt über uns. Kann das Treppen steigen? Wir sind zurück in Alien Isolation. Eben gab es irgendwie kurz Probleme mit der Aufnahme, deswegen kleiner Schnittfehler, Anschlussfehler. Ja. Aber wir sind immer noch an der gleichen Stelle und wir wollen oben. Ah ne, oben haben wir alles durchsucht jetzt, ne? Das Problem ist, wir brauchen den Ionenschneider und da kommen wir oben gerade nicht ran. Das heißt, guck einfach auf den Tracker, folg dem Tracker einfach. Nicht denken, einfach dem Tracker folgen. Ja, aber der Trecker, der ja, lockt dann mich wieder nach oben. Dann geht nach oben. Ja, ich glaube, da ist schon jemand. Nee. Ist er hier? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gleich tot. Da ist es. Ah! Folgt dem Trecker. Der Trecker sagt gar nichts, oder? Nee, der Trecker sagt hier lang. Das ist schon ein bisschen fies. Achtung, verjagt den Flammenwerfer. Und jetzt doch da rein, oder was? Es wirkt schon alles recht sinnig da drin. Vielleicht hat dieser Kollege hier den Ionenschneider dabei und ich habe es vorher noch nicht gecheckt, aber. Komm nicht hier rein, oder? Das hatten wir noch nie. Passt doch auch gar nicht hier rein. Rein von der Einrichtung. Ich bin jetzt so verwirrt durch diesen Absturz vorhin, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich noch tun soll. So. Folgen Sie dem Trecker. Ja, ich würde ja diesen blöden Leistungsschalter gern aktivieren, aber. Folgen Sie dem Trecker.
Trecker sagt, wo es lang geht. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Folgt sie dem Trecker. Wo lang? Falls mein Service nicht zum Standard widersprechen sollte, legen Sie bitte Beschwerde ein. Durch die Tür. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt mal da rein, da sind wir vorhin nicht rein. Sind wir nicht? Nee, ich bin da links hoch. Hier bin ich nicht durch. Ich komme hier auch irgendwie gar nicht rein. Bist du fett? Die Mandy. Doch, jetzt geht's. Ja, ich musste aber nicht rein. Nee? Ist hier lang. Vielleicht schickt uns der Track auf den Kreis. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Toll. Danke, Trecker. Also zeig dir wieder hoch zu lang. Nimm mal das mit, was hier in der Küste ist. Also jetzt bin ich aber dann doch ein bisschen verwirrt. Taschenlampe in der Hälfte. Was nun? Folgen Sie dem Trecker. Weiß ich doch nicht. Was sagt der Trecker? Jetzt hör mal auf mit deinem blöden Trecker-Wort. Entschuldigung. Ja, dem Trecker können wir anscheinend nicht folgen. Wir waren ja schon oben. So, jetzt machen wir was Sinnvolles. Das ist genau hier und da muss ich diesen blöden Leistungsschalter aktivieren und da komme ich aber nicht ran. Zu klein. Wobei dieses eine Terminal. Eine Trittleiter. Eine Trittleiter? Das ist sowas wie ein Trittbrettfahrer. Wo ist denn der Leistungsschalter? Der muss doch irgendwo sein. Das ist ja hier. Da bin ich doch vorher genau so schon lang gelaufen. Ich dreh durch. Hier ist das irgendwo in dem Raum. Ah, ich depp. Ja, okay. Okay, das habe ich aber auch gesehen. Also ist der Track hat recht gehabt. Ja, jetzt ins Analyselabor, oder? Gehe ich wieder hier lang. Das ist aber schon stressig, wenn man sich mal vorstellt, dass überall da, wo man Ionenschneider und auch wo die Gasräume sind, wenn man da überall nochmal hin muss. Finde ich auch. Junge, Junge, ich hätte eigentlich zurückgehen und speichern sollen, ehrlich gesagt. Das war nicht gesagt, das hast du jetzt gesagt. Da links liegt etwas beschränkt. Sensor. Musik stresst mal. Ich bin ja echt voll durch. So. Also geradeaus und dann links runter wieder. Da liegt eh noch was. Und ein Safepoint ist da auch. Gell? Das könnte nicht schöner sein. Der Tonfall macht mir ein bisschen Sorgen. Meiner? Ja. Wieso? Wirkt so leicht sarkastisch. Das könnte halt schon schöner sein. Naja. Wenn man auf nasses Metall steht, Dampf. So, also so U-Boot-Fan ist zum Beispiel, dann ist man hier schon ganz gut dabei, glaube ich. U-Boot-Fan? Gibt ja so Leute. U-Boot-Fans. Warum nicht? Ich finde U-Boot auch cool. Ich mag U-Boot-Filme gerne. Ja, aber hättest du im Kriege U-Boot fahren wollen? Nee, oder? Nee. Also es ist von vielen... Ist halt eng und scheiße. Ja, und dann riecht's schlecht und dann... Wenn mal was passiert, ist man ganz schön am Arsch. Aber spannend war es schon, glaube ich. Spannend war es schon. Vor allem mit diesen ganzen Berühmtheiten da. Jürgen Prochnow und Grönemeyer. Auf jedem Boot. Ja. Ja, auch gesungen. Oh, stell dir das mal vor, Grönemeyer ständig im U-Boot. Dann singt der die ganze Zeit. Nee, nee. So. Was? Ja, genau. Geh doch mal da hinten rein. So, jetzt müssen wir nämlich... Was? Geradeaus, da rein. Geh doch hier mal um. Da ist auch vor allem Kamera. Und ich kann da nicht ausweichen. Chameleon bin. Nee, es wird nicht mehr besser heute. Der Song? Nee, die Gags. Sowieso nicht. Wer hat den Song gemacht? Boy George, beziehungsweise damals noch mit Band Culture Club. Stimmt. Ich verwechsel mit Culture Candela. Ist auch eine andere Kultur.
Wo war denn jetzt? Ach, der Savepoint war ganz hier hinten irgendwo, ne? Also schon ein Stückchen weg. Tja, dann geh halt volles. Aber der ist ja eh da in der Mitte einer. Das schaffe ich schon. Du machst das. Was ist denn hiermit eigentlich? Mach es. Hinten Shaft. Ah, siehst du, das ist auf der anderen Seite. Kannst du eine Abkürzung nehmen. Geile Schacht, wo wir vorher nicht drin waren. Was gibt's denn hier noch? Oh. Meinst du, der kommt hier rein? Nein. Muss man sich nur trauen, der Sack. Das macht aber so viel leer. Kannst du rausgucken gerade? Ja. Depp. The Alien, the Depp. Du kennst das, die Schanze, oder? Den Film? Mm. Alter, ich bin Schanze, wenn ich das nicht kenne. Jetzt ist übrigens gerade noch eine lustige Bastelstunde mit Daniel. So ein geiler Film. The Policeman, the Depp. The Mayor, the Depp. Nein, the Policeman, the Depp. Ich glaube, ich habe das Medkit vorhin gar nicht gebaut, ne? Genau. Ist ja gut ausgerüstet. Ziemlich. Voll. Elektroschock haben wir sogar anscheinend mal irgendwann aufgehoben. Lad's doch mal nach, dass er schon mal geladen ist. Lass ja nicht, dass wir den benutzen, das ist halt blöd sonst. Man weiß ja nie, wann man diesen Elektroschocker braucht. Flammenwerfer in die Hand und weiter geht's. Jetzt genau. Haben wir es ja fast geschafft, ne? Hast es fast geschafft. Ist alles richtig gemacht, Daniel. Mir gefällt dieser Tonfall nicht. Und du gefällst mir auch nicht. Pass bloß auf. So. Klingt wie Peter Maffay. Nicht gestorben, ne? Oder? Nee, weiß ich nicht. Geil. Einmal abgestürzt, kann passieren. Wird uns in der nächsten Folge hoffentlich nicht mehr passieren. Dann darf Martin wieder ran und dann schaltest du hier irgendwas Wichtiges ein. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao. Bis dann.